Jetzt ist wieder die Frage. Ja. Das ist super, das passt alles. Dann fliegt meine Kamera einmal auf die andere Seite. Pinnen wir das einmal an. Wenn Sound oder sonstiges zu leise oder zu laut ist, schreit das bitte. Ich kriege das hier so nicht mit, weil ich gefühlt, warte mal, wie viele? 1, 2, 3 oder 4 Sachen habe, womit ich den Sound regeln kann. Und ich noch nicht genau weiß, was wofür dienlich ist. Es ist immer sehr seltsam. So, wir waren ja bei dem DLC Hearts of Stone stehen geblieben. Und waren zuletzt auf der Hochzeit mit der guten... Oh, wie heißt sie denn nochmal? Shani. Und wir waren ja auch von einem Geist besessen. Deswegen sehen wir jetzt so aus, wie wir aussehen. Ja. So. Die Öhrchen sind auch wieder am Start. Dachte, ich setze sie heute einfach mal auf. Weil sie die letzten Male auch relativ gut ankamen und ich diesmal keine Kopfschmerzen habe. So. Finde mit Hilfe deiner Hexensel etwas, um Shani aufzumuntern. Vogelbeerschnaps. Shani liebt die Blumen. Vielleicht mag sie auch den Schnaps. Ein ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Dabei wird sie das aufmuntern. Ich glaube nicht. Wir gucken erstmal weiter. Die Idee gut ist, vielleicht ist sie getrunken noch schwermütiger. Ich will mich erstmal ein bisschen. Oder wir wollen uns erstmal ein bisschen umsehen. Gut, Madame lässt uns nicht raus. Lass mich hier weg. Ich habe aber das Gefühl, warte mal. Wir machen einfach mal das so ein bisschen runter. Wie gesagt, wenn es ganz zu leise sein sollte, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Meine Knochen tun wieder weh. Ein guter Tropfen wird ihre Stimmung heben. Warum finden wir nur Alkohol? Schluck hat noch nie geschadet. Aber wird sie das aufmuntern? Nein. Ob die Idee gut ist? Na gut. Vielleicht ist sie betrunken. Eine Flasche Wein würde mich auch aufmuntern. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Mein Bruder ist in Temerien gefallen. Es gibt keine Hoffnung. Haltet mich, sonst dreh ich durch. Schon wieder eine beschissene Kackmeute, die Ferne anzünden will. Das glauben doch nicht mal die Leute auf deinem Kopf. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Warum sollte ein vernünftiger Zwerg werden? Und was soll hier sein? Ah, okay, warte mal. Ach ja. Klare Mitternacht. Okay, warte mal. Jetzt will ich mir das trotzdem noch einmal ansehen. Charaktere. Was ist denn jetzt? Da. Ochsen vor Kanalisation vollgedrungen und ein grässliches Monster zu erlegen. Entsprechend staunte er in den Dummen von Geralt zu einer fähigen Ärztin. Ja, Mysterität. Vielleicht bist du so gebot, anscheinend zu helfen. Ja.
Okay, das Witzige ist, es steht da aber nichts davon, was sie jetzt mag und was nicht. Das stand in keinster Weise irgendwas. Das hier, ja. Sie hat erwähnt, dass sie früher Halsketten aus Vogelbeeren gemacht hat. Hübsch, schätze ich. Aber wird sie das aufmuntern? Na gut, ich pflücke welche. Bin ein Romantiker geworden. In der Mine ist es wie im Krieg. Kommen wir da mit so einem Stängel an, ey. Okay, Shani fällt aber noch von der Bank. Noch hier? Ich dachte, du musst zu Olgierd. Wir sehen uns so selten. Ich finde, Olgierd kann bis morgen warten. Lächeln, Shani. Du weißt noch, dass ich Vogelbeeren mag? Ich weiß noch vieles über dich. Die Hochzeit ist noch in vollem Gange, aber du siehst aus, als wäre es eine Beerdigung. Warum so traurig? Traurig ist das falsche Wort. Als ich die Girlande fing, ist mir was aufgefallen. Die Jahre fliegen vorbei und ich pumpe immer nur Mägen aus und nähe Gliedmaßen wieder an. Allein. Du hast mich. Und wie lange? Einen Tag, zwei? Versteh mich nicht falsch. Es ist schön, aber du kommst und gehst. Ich brauche jemanden, der abends da ist, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich den ganzen Tag Wunden verbunden und Bäuche vernäht habe, brauche ich einen guten Tropfen und ein paar gute Scherze. Verstehe. Du hast recht. Ich könnte nicht jeden Tag für dich da sein. Aber ich freue mich immer, dich zu sehen. Und heute gehöre ich dir. Dann trinken wir doch auf heute. Auf heute. Möge der Moment nie vergehen. Der Alkohol setzt den Musikanten zu. Sie treffen keinen Ton mehr. Gehen wir spazieren. Gute Idee. Hat dir die Hochzeit gefallen? Sie war nicht übel. Ich hätte mich sogar amüsieren können, wenn ich nicht dem Geist eines Irren als Puppe hätte dienen müssen. Aber ich muss zugeben, dass ich dank ihm manches erlebt habe, was mir sonst entgangen wäre. Was denn? Hundejagden im Wald? Prügeleien mit Zaunlappen? Du vergisst, dass da auch ein Kuss war. Das war so eindeutig, Wladimir. Ich hätte fast vergessen, dass du dabei warst. Es war sein Wille, sicher, aber mein Körper hat mich an die alten Zeiten erinnert. Wysima, meinst du? Ich dachte, du hättest unsere ganze Katriona-Geschichte vergessen. Die Seuche ist lange her. Nicht wirklich. Ja, aber die romantischen Seiten dieses Abenteuers werde ich nicht vergessen. Haare. Die sind überall. Keine Sorgen wegen der Finanzen. Meine Werkstatt läuft hervorragend. Ah, da bin ich froh. Wir sind ziemlich knapp bei Kassel. Sag dem alten Besen aber nicht, dass ich dir das gesagt habe. Keine Bange, Herr. Ich schweige wie ein Grab. Wir Männer müssen zusammenhalten. Natürlich. Genug mit dem Herr. Ich bin Wassi. Du kannst auch Papa zu mir sagen. Oh Gott. Danke, Papa. Es ist mir eine Ehre. Trinken wir darauf.
Die Familien wachsen zusammen. Schwiegerväter und Schwiegersöhne. Nach dem ersten Schnaps verbrüdern sie sich oder polieren sich die Visagen. Ja. Ich hatte schon befürchtet, dass die Hochzeit gar nicht stattfindet. Wegen der Statusunterschiede? Mhm. Jonas Familie hat Aldona als unwürdig betrachtet. Aber offensichtlich lieben sie einander. Da geben Eltern normalerweise nach. Ich weiß nicht. Meine Mutter würde sich nie mit einem Ungeeigneten abfinden, ob ich nun schwöre, ihn zu lieben oder nicht. Was ist denn ein Ungeeigneter? Bislang jeder. Hast du hier immer nur Musikanten, Artisten und Hexer angeschleppt? Nein. Ich soll jemanden wählen, der wohlhabend oder gut im Geschäft ist, gut erzogen. Dagegen ist ja nichts zu sagen, oder? Ach, vielleicht nicht. Aber solche Leute sind selten amüsant. Das könnte stimmen. Sag das meiner Mutter. Sie findet, ich hätte mir auf der Akademie einen Mann suchen sollen. Hab ich aber nicht. Oh, bestimmt denkt sie, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Oh, bitte, Shani. Wir leben im 13. Jahrhundert. Frauen gehen nicht zur Akademie, um Männer zu finden, sondern um zu lernen und ihren Interessen zu folgen. Wie du. Das sieht deine Mutter bestimmt ein. Du hast einen Doktorgrad, deine eigene Praxis und umfangreiche Fronterfahrung. Du bist eine feine Person. Mit dir stimmt alles. Meinst du wirklich? Wirklich. Schau, die tapferen Brüder. Stramm wie die Latten, die sie vom Zaun gerissen haben. Wo mag die Schwester sein? In ihrem Zustand könnten die hier sie vor keinem Kleinkind beschützen. Wenn sie nicht eingeschritten wären, hättest du sie ins Heu geworfen. Sie war willig, wenn du mich fragst. Ja. Ich hätte leider nichts tun können, aber irgendwie hätte ich es schon überlebt. Glaube ich auch. Wahrscheinlich. Du hast sicher Schlimmeres erlebt als ein Stell-Dich-Ein mit einem Milchmädchen in der Scheune. Oh ja, ein Stell-Dich-Ein in der Scheune ist viel angenehmer Kampf gegen Spinnen, als eins mit einem Manticore in seiner Höhle. Oh, wie schön. Ich habe eine ganz üble Befürchtung. Ich muss an den Kuss denken. Welchen Kuss? Den Wladimir dir auf den Mund gedrückt hat. Mit meinem Mund. Ob es sich ohne seine Gegenwart anders angefühlt hätte? Kann ich dir nicht sagen. Nein. Lässt sich aber rausfinden. Nein. Oh, Geralt. Komm, du hast Triss. Okay. Ich kann ja eh nichts machen. Und? Weißt du? Was sagst du? Ich hab so gut auf gut Freundschaft gemacht. Ich hab Angst, dass eins davon eine Beleidigung ist. Ehrlich? Ganz anders. Besser oder schlechter? Ich weiß, dass eine Frau diese Antwort nicht gerne hat. Ich ahne aber, was passiert, wenn wir uns dafür entscheiden. Ich küsse dich viel lieber. Ist ja eh schon passiert, deswegen. Whatever. Korrigiere mich, wenn ich irre, aber Wladimir wollte doch mehr als einen Kuss. Das hat er offen zugegeben. Das stimmt, er war sehr direkt. Was bisweilen. Ja, das machst du aber nicht. Hat. Stimmt. Es kann einem viel Zeit sparen. Also, wie sieht's aus, Geralt? Hast du etwas Zeit mit mir zu verschwenden? Oder willst du jetzt lieber zurückgehen? Ich würde ja gerne bleiben, aber wir sollten auf die Hochzeit zurückgehen. Ja, das ist wohl das Beste. Was denkst du gerade?
dass Freunde Freunde bleiben sollten. Das meine ich auch. Ich habe viel nachzudenken. Allein. Ich gehe nicht mehr auf die Hochzeit. Bin ohnehin nicht scharf drauf, Besoffenen beim Torkeln zuzusehen. Shani, warte. Ehe du gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ja? Es ist wegen Olgierd, ein mysteriöser Mann. Ich glaube, seine Geschichte ist komplizierter, als ich dachte. Könntest du ihn dir vorknüpfen? Vielleicht findest du etwas heraus. Klar, mach ich gern. Danke. Bis dann. Ja, bis dann, Geralt. Heimlich bringt sie uns um. Wenigstens reagiert sie nicht wie Yennefer und wirft uns in den See. War ein Grafikbug eben. Ja? Stimmt, wenn ich so rüber wische, ist da oben und mein kleiner Bug. Okay. Okay, das haben wir auf jeden Fall auch noch. Gucken nämlich gerade mal, was wir hier noch alles so haben. Wir erstmal nur die Sachen machen, die dafür CC sind. Okay, wo müssen wir ganz hin? Bei... an den Arsch der Welt. Natürlich. Okay. Jetzt. Hey, warum ist denn. Okay, warte mal. Wir müssen einmal ganz kurz ins Menü gehen. Das Ding ist hier gerade so leicht verbuggt. Damit zum Hauptmenü. Ja. So. Weil der Pfeiler, der Mauszeiger darf eigentlich nicht zu sehen sein. Und lieber lade ich nur, als wenn das Spiel gleich abstürzt. Ja, schon besser. Und wo ist jetzt hier so ein Schnellreiseding? Oder gibt es überhaupt keins? Hier da hinten. Alles klärchen. Aber ich glaube, Shani ist jetzt wirklich so ein bisschen angefressen. Aber wie gesagt, immerhin wirft sie uns nicht in den nächstbesten See. Sondern geht einfach weg. Wobei ich echt sagen muss, Shani mag ich echt gerne. Weil sie ist jetzt nicht so die, für die hier mein Herz schlägt. So, und wieder einmal. Lang lebe Radulin. Ja. In dieser wunderschönen Stadt. Adela. Bilder. Oh, jetzt. Was treiben die da? Spiel. Zu groß geratene Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Ach ja, Hexer sind ja steril. Na, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Wladimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen. Unglaublich. Nicht nur das, ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat?
Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Hab ich. Wladimirs Schrift. Unverwechselbar. Gut gemacht, Hexer. Ich weiß. Oder hast du noch was anderes? Als nächstes kümmere ich mich um Borsodis Haus. Viel Glück und viel Spaß. Okay. Ah, okay, das ist dann dieses Haus hier. Als erstes möchte ich aber gucken. Ja, genau. Wo uns die Nebenquests ein bisschen hinführen. Weil ich möchte die Nebenquest auch nicht auslassen. Hallo, Plötze. Wo die Soldaten sind erstmal schön am Reihen. Ich frage mich eher, ob es wirklich alles Hexen waren, die sie verbrannt haben, oder einfach nur Leute, von denen sie denken, dass es Hexen sind. So wie bei den richtigen Hexenverbrennungen damals. Ich meine, gut, Hexen in dem Sinne gibt es ja nicht, aber einfach mal so unschuldige Menschen verbrennen ist jetzt nicht gerade so der Brüller, würde ich mal meinen. In der Kräuterkundler. Hier. So, guten Tagchen. Jemand zu Hause? Ja. Sei gegrüßt. Suchst du Kräuter? Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Das war's. Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch, einer lässt die Haare sprießen, ein anderer tut das Gegenteil. Einer lindert Schmerzen, einer gebrochene Herzen. Sag mir, was dich plagt. Ich bin wegen des Auftrags hier. Oh, ein Interessent, endlich. Alle faseln von Armut, aber wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul, so sieht's aus. Komm zum Punkt, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ja, tut mir leid, das Gerede. Ich mache mir eben Sorgen. So viel Zeit ist vergangen ohne ein Wort. Puh. Mein Lehrling, Volkert. Ich habe ihn in den Totenwald geschickt. In der Nähe von Martin Feules Hof. Mir ist Hanfaser ausgegangen, weißt du? Und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten. Er ist nicht zurückgekommen. Ja, nein, ist er nicht. Bitte finde ihn und bring ihn zurück, gesund und munter. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann nach ihm suchen. Irgendwas Auffälliges? Woran erkenne ich ihn? Lass mal überlegen. Tja, er ist ein Halbling, wie ich. Hat helles Haar, reicht das? Muss es wohl. Bis dann. Mhm. Oh Gott, ich habe befürchtet, dass es da oben ist. Ich glaube, mittlerweile kommen wir um die Spinnen echt nicht mehr herum. Das DLC handelt wohl nur hier oben. Schneller. Gut, wir versuchen einfach unser Bestes. Vielleicht können wir sie auch einfach ausrotten. Da bist du.
bist du hässlich. Der Wölfe. Aha. Geht. So. Das war eine geniale Überleitung. War das hier nicht der Ort, wo wir Sheila suchen mussten? Ich glaube, der war das. Komm schon, Plätze. Das heißt, wir kommen bald ins Gebiet dieser Spinnen. Langsam, langsam. Das ist schon echt grausam. Warum ich reite auch langsamer als sonst. Schneller. Wir sind gleich da. Das ist hier Gott sei Dank gerade so die Grenze, ne? Langsamer. So, hier könnten überall Spinnen sein. Echt ein Schisser, was Spinnen angeht, ne? Der war ja plötzlich, ja. Die gute Plötze. Hier, da hinten ist was. Lecker. Aber du meinst jetzt nicht das Pferd, oder? Der Wagen des Kräuterkundlers. Da ist etwas Blut. Chlor. Ey! Plötzlich wird nicht gefressen. Blut. Getrocknet. Ein paar Tage alt. Boah, drück mir lieber die Daumen, dass wir jetzt keiner Spinne über den Weg laufen. Wir sind nämlich hier voll im Spinnengebiet. Der Grund, warum ich hier so langsamer gehe, als wie ich gewöhnlich sonst gehe. Das Gute ist, dass dieses das Windschatt 3 nicht so überladen ist mit Gegnern.
Speichern. Die Spur ist kalt. Muss mich umsehen. Fragen. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. So, gut. Hier im Dorf brauche ich, glaube ich, keine Angst zu haben. Frage Bewohner nach Volkert. Hier sind auf jeden Fall welche. Sprich mit meinem Weib. Sprich mit meinem Weib. Ja, dann sprechen wir mit deinem Weib. Jut, hör mal. Wir haben Besuch. Was führt dich zu uns? Boah, diese Stimme, ey. Herr, hast du dich verirrt? Was führt dich zu uns? Nein, ich suche jemanden. Ah, sprich nur. Vielleicht können wir ja helfen. Ich suche einen gewissen Volkert. Helles Haar, halb. Klingelt da was? Ja, ich habe jemand Kleines gesehen beim Kräutersammeln. Mhm. Bis ihm was zugestoßen ist. Da war eine Blutspur. Die hat mich hergeführt. So ist es. Wölfe haben ihn angegriffen. Er hat hier Schutz gesucht. Ich sagte zu ihm, zurück in die Stadt, junger Herr. Hier draußen ist es gefährlich. Aber der Idiot blieb stur, wollte vorher noch seine Blümchen sammeln. Ist wieder in den Wald gegangen und dann verschwunden. In der Nacht heulten die Wölfe, haben mir kalte Schauer den Rücken runtergejagt. Und wo sind seine Überreste? Wölfe hätten was übrig gelassen, die Stiefel etwa. Wir haben nicht nach ihm gesucht, wir sind zu alt, um durch die Wälder zu streunen. Was für ein Ort ist das hier genau? Ein Dorf? Sieht man doch. Ich sehe aber nur verlassene Hütten. Ja, wir sind die Letzten. Die Jungen sind in die Stadt gezogen, suchen Arbeit und die Alten sind alle tot. Nicht wahr, Jut? Stimmt genau. Ja, sehr gesprächig, der Herr. Bis dann. Jetzt sollen wir ihm also Bericht erstatten. Machen wir natürlich. Und da wir ja da in einem sehr unschönen Gebiet sind, machen wir das auch per Schnellreise. Hallo. Volkert, dein Lehrling. Ich weiß, was mit ihm passiert ist. Raus damit! Ich bin fast gestorben vor Sorge. Ich habe Zeugen gefunden, die sagen, Wölfe hätten ihn angefallen. Hat erst überlebt, ist aber erneut in den Wald, um Kräuter zu finden. Da hat sein Glück ihn verlassen. Ah, ein Schatz, der Gute. So pflichtbewusst. Ein Jammer. Naja, hier ist dein Gold. Es wird dir sicher gute Dienste leisten. Okay. Das hätten wir also. Dann haben wir hier noch was. Da können wir dann auch einmal schnell hinmachen. Ja, reisen wir mal zur einsamen Hütte und gehen einfach von da aus dann weiter. Wehe, mich fallen hier Spinnen an. Ich hab's gerade noch gesagt, ne? Boah!
Ich habe ein großes Problem. Aber das Gute ist ja, dass sich bei Witcher die Spinnen wenigstens hier überall in dem Randgebiet aufhalten. In einem ganz anderen Orten hier nicht. Das ist ja wenigstens ein kleiner Trost. Ja, was machen wir? Wir müssen da ja durch. Okay. Sound leiser machen. Zumindest für mich. Ich höre sie.